Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTMMA. Michael Smolik war lange weg nach seiner letzten Niederlage gegen den Brasilianer Edilson Franca, welcher ja aus dem Nichts kam nach 6-7 Jahren und Michael Smolik bezwungen hat im MMA, seine erste Niederlage, allgemein seine erste Niederlage im ersten Profibereich zuführen konnte, was ja schon hart für einen Fighter sein kann und dementsprechend auch am Selbstbewusstsein und am Ego kratzen kann. Und Michael Smolik hatte ich schon ausführlich nach dem Fight gesprochen. Danach war er lange weg, ja, also kämpferisch haben wir nicht viel von ihm gehört. Aber jetzt habe ich etwas gesehen, Freunde. Denn die GMC hatte am vergangenen Wochenende ebenfalls ein Event veranstaltet und jetzt bereits die Promo dafür gestartet, dass Michael Smolik wieder zurückgekommen ist, dass er einen neuen Fight anstehen hat. Und in diesem Video werden wir darüber sprechen, wer der neue Gegner von Michael Smolik ist, wie ich den Kampf predikte und vieles mehr. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo auf meinem Kanal da, Freunde, weil 62% dies noch nicht getan haben. Und schaut bei ESN vorbei mit dem Code NOTIME. Heute 20% auf alle Vitalstoffe sparen, ansonsten 10% auf den Rest. Viel Spaß bei diesem Video. Michael Smolik ist zurück, ja, er wird seinen nächsten Fight offiziell, wie es aussieht, im Dezember bestreiten. Sprich, er hatte jetzt ein paar Monate Auszeit, ein paar Monate Ruhe und möchte jetzt auf jeden Fall wieder zurück auf die Siegerstraße. Es war ein langer Weg. Michael Smolik ist sehr aktiv und viel am Kämpfen. Ja, das heißt, dass er jetzt schon einen Rekord von 4:1 im MMA hat und sich die 5:1 holen möchte und weiter seinen Weg bestreiten möchte, was auch in seinem Alter mit 31 Jahren auf jeden Fall ein wichtiger Prozess ist, der gemacht werden muss. Denn wenn er jetzt auf der Spur bleibt, dann wird er nicht mehr viele Jahre als professioneller MMA-Fighter haben, obwohl er mit 31 natürlich jetzt mitten in seiner Prime sein sollte, aber MMA-technisch noch weiter lernt und noch weiter voranschreitet. Sein Gegner scheint Sebastian Heil zu sein. Ja, dieser Kampf soll am 3. Dezember stattfinden in der Almerstraße im Fight Club Gelsenkirchen, so wie es aussieht. Kann man natürlich Tickets kaufen oder auch im Pay-Per-View schauen. Wird ein sehr, sehr geiler Kampf, denn der Gegner von Michael Smolik ist ein Gegner, wie es sich wahrscheinlich viele gewünscht haben. Ja, zuvor wurde immer wieder gesagt, hey, Fallobst kämpft gegen ordentliche Leute. Was ist das? Kamran Aminzadeh, Cordae Cengiz und so weiter und so fort. Haben viele kritisiert. Wobei man ganz klar sagen muss, Michael Smolik wurde zuletzt von einem Mann besiegt, welcher einen Rekord von 6:6 oder 7:7 hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch, wo jemand gesagt hatte, hey, schlechter Gegner. Man darf es aber nicht unterschätzen. MMA, es kann alles passieren. Sebastian Heil, der neue Gegner von Smolik, hat einen Rekord von 6:2. Ja, 6 Siege, 2 Niederlagen, 4 durch K.O. oder TKO und 2 Decisions. Ja, und zuletzt hat er sogar bei M1 gekämpft. Dort, wo Islam Makhachev Champion war, bevor er in die UFC gekommen ist. Dort hat er seinen letzten Kampf verloren. Ja, zuletzt aktiv gewesen im Jahr 2017. Danach keinen MMA-Profikampf mehr gehabt und mittlerweile 36 Jahre alt. Trotzdem ein sehr erfahrener Mann mit einem guten MMA-Rekord, der ordentlich Erfahrung mitbringt und einen harten Test für Michael Smolik bringen kann. Seine meisten Siege sind hier ganz klar durch Striking errungen und ich denke, das kann ein sehr, sehr geiles Match werden, stylistisch und ein guter Comeback-Fight für Michael Smolik, wenn man ihn weiter aufbauen will. Schreibt mal auch mal zu diesem Matchup gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu, Freunde? Ich denke, Michael Smolik wird motiviert in dieses Match reingehen und alles darauf setzen, diesen Kampf zu gewinnen. Ich bin gehypt, lasst ein Like und ein Abo da, bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.